Liebe Community, ich befinde mich gerade in Istanbul und bin leider nicht dazu gekommen, euch ein neues Video zu präsentieren. Deshalb habe ich meinen überaus talentierten, wunderschönen, überaus klugen Katakdoku darum gebeten, ein neues Video für euch bereitzustellen. Ich habe mich für das Video von Milwaukee bei der ISH entschieden, um euch diese neuen super freshen, mega geilen Werkzeuge präsentieren zu können. Des Weiteren möchte ich anmerken, dass mein Katadoku eine absolut phänomenale Wucht ist und natürlich deswegen von mir eine Gehaltserhöhung bekommt. Ich wünsche euch einen wunderhübschen Tag. Danke. Hey Leute, ich bin jetzt bei Milwaukee. Jeder weiß, ich bin ja Urfan von diesem Werkzeug. Und ich tue jetzt so, als würde ich mich auskennen. Okay, komm, ich zeige euch mal was. Ich zeige euch mal. Also für uns, gerade für uns Kältetechnik. Gut, Maschinen, Presszangen, gerade für alle möglichen Leute. Ja, kennen wir eh. Ich muss mal ganz kurz hier, machen wir das mal hier rauf. Wir haben hier das Teil hier. Das Teil hier brauchen wir. Das ist jetzt hier für Edelstahl, gibt es genauso für Kupfer auch noch. Ja. Und für uns voller Menschen, jeder kennt mich ja, ich bin ja mega voller Mensch und das ist halt natürlich mega geil, ne? Das ist wirklich cool. Das ist wirklich für Dummies, Leute. Das ist für Dummies. Schau dir mal. Ja, hier geht gar nichts. Schalte um, schneiden, ne? Schalte zurück, aufmachen, musst du nicht suchen. Alter, für Dummies, Leute. Ich zeige euch was. Kommt her mal. Absolut cool. Einrasten und man soll das Rohr halten oder den, nur mal kurz das Info. Guck mal, schon richtig cool. Achso, ich sollte das vielleicht vorher rausziehen, ne? Alter, Leute, das ergibt jetzt wieder einen neuen Sinn in meinem Leben. Meine Faulheit wird wieder größer. Meine Faulheit wird definitiv wieder größer. Mega. Natürlich. Was mir eigentlich, übrigens, für alle Leute, was mir fürs allererstes aufgefallen ist, ja, ist Metall. Kein Kunststoff. Metall, ganz wichtig. Bieten natürlich andere Hersteller auch in der Hochqualität an, aber vor allem ist es auch trotz großen Akku, ist sie vom Gewicht her, und ihr wisst ja, ich bin ja so ein Fanatiker vom Gewicht her, ja, also von dem aus gesehen, es darf nicht so schwer sein, aber schon ohne mit dem großen 5 Ampere-Stunden Akku liegt sie gut in der Hand, ne? muss ich schon sagen. Ja? Sehr cool, sehr, sehr geil. Stellen wir mal hin. Leute, ihr wisst, wie ich auf das Ding stehe, oder? Auf so kleine, süße, kleine Dinger. Ja, ihr wisst, wie ich drauf stehe. Die haben mir extra einen Akku raus, damit ich mich nicht verletze übrigens. Ja, wollte ich noch dazu sagen. Alles, ihr habt ja die... Ich tue mir ja nur weh! Verbandskasten da. Sie geben mir doch einen Akku. Komm mal, Mann, hier. Hört man das Geräusch? Ich versuche mal hier. Schon ziemlich cool. Auch vom Gewicht her. Liegt spitzenmäßig geil in der Hand. Liegt richtig cool in der Hand, um hier irgendwie schnell. Und alles halt mit den Akkus zu nehmen. Also wir haben hier einmal die hier. Ich bin so blöd, sie rauszubekommen. Ja, einmal die Form. Und wir haben. Darf ich ihn zurückgeben? Und die klassische Keyform. Also was wir von den anderen Herstellern auch kennen. Wir haben im Prinzip zwei Akkusysteme, natürlich von den Ampere-Stundenzahlen geht das vollkommen in die Höhe. Ja? Aber mit den zwei Akkus kann ich die gesamte Palette komplett aufmagazinieren. Ja? Und ich habe jetzt mal so durchgeguckt beim Milwaukee, warum ich hier so abfahre, ist, weil die Palette halt riesengroß ist. Weil du halt wirklich alles bekommst von, komm mit hier, schau mal, komm hier. Von, wie los?
Mittel, mega geil klein, haben wir gerade vorher gesehen. Ja. Auch hier wieder Rohrschneider, auch mit demselben Akkusystem. Wenn wir runtergehen, hier, runter mal, hier. Nicht alles, durch die Bank. Ja. Der ist süß. Und auch hier das Gehäuse, trotz der kleinen Form, ist das voll Metall, Leute. Also, ich stehe auf die Produkte so derbe, ja, das ist mega, liegt richtig, richtig geil in der Hand. Ja. Zum Schrauben, spitzmäßig, ich lege das lieber hin, weil sonst mache ich es kaputt. Und für unsere Leute, für meine Mitarbeiter, habe ich das ultimative Gerät gefunden. Liebe UCCT-Mitarbeiter, ja, ihr schleift ja so gern auf unseren Anlagen herum, ja, die wir produzieren. Ja, bitte, hier, mit Akku, dann höre ich diesen blöden Druckluftkompressor in meiner Firma endlich nicht mehr. Ja, gibt's hier mit Akku. Ja, Druckluftkompressor, tschüss. Ja, Akku. Kein Geräusch mehr. Ich glaube, das ist die erste Anschaffung, was meine eigenen Mitarbeiter sich halt reinknallen. Ne? Ja, Palette Ende nie. Ja, hier. Druckluftkompressor. Ich meine, ich gehe jetzt natürlich nicht die gesamte Produktpalette natürlich durch, weil da wären wir alt. Ne? Hallo? Warte jetzt mal ganz kurz, ich bin noch mal kurz beschäftigt. Schaut euch den hier an. Eieieiei. Leute, gibt es so Schöneres. Ich fange jetzt nicht an zu bohren, weil ich möchte mich jetzt am Video natürlich nicht lächerlich machen. Ja? Dann schon sehr mega geil. Richtig mega geil. Da dreht ihr das Handgelenk nicht. Das habt ihr mal rein. Das ist jetzt gut. Aber ganz kurz gucken. Einfach hier, darf ich einfach hier so irgendwo? Nimm mal so ein bestehendes Loch zum Beispiel oder das dauert am. Ja, ja, ich nehme mal das hier. Ah ja, wirklich. Schöne Schlagfunktion. Respekt, Leute, Respekt. Respekt, Leute. Also wirklich. Mit dem Reinschlagen, ich habe ja immer einen Schlagschrauber mit, das wisst ihr ja. Ja, ich habe auch immer auf meinem Werkzeugrucksack auf der Seite den Schlagschrauber hängen. Ja. Vollkommen Respekt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mega, mega geil. Mega geil. Und jetzt kommen wir zu der Sache, was Milwaukee mich am allermeisten fasziniert gehabt hat, war natürlich hier das Packout-System. Ich fange einfach hier unten an. Ich fange hier unten mal ganz klein an. Ja. Das sind jetzt gerade Leute, das heißt, ich werde mich ein bisschen dezent auf die Seite drücken. Hier. Um was geht es beim Packout-System? Ich gehe mal hier auf die Seite. Warum? Ja, wir reden immer von Boxensystemen und allem drum und dran. Und warum ich bei dem Packout-System so absolut abfahre davon, liegt daran, dass sich einfach alles zusammenpasst. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel, ich kann ja alles reinpacken, was ich möchte. Hier habe ich jetzt Bits und solche Sachen drinnen oder hier habe ich andere Schlüssel drin. Aber ich habe hier eine kleine Box, kann ich auch in Sortimentsboxen, gibt es dann, zeige ich euch gleich noch einmal in unterschiedlichsten Formen. Und es passt aber auf alles drauf. Ja? Hier rein, hält fest. Ohne Probleme. Genauso hier. Einfach hoch, weg. Ihr habt das hier. Und ist drinnen. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und das Allergeilste. Ich mache es auf und es bleibt drauf. Ich brauche es nicht abbauen oder sonst noch irgendwas in der Richtung machen, sondern ich kann es aufmachen. Ja, ohne dass ich die Boxen oben abbauen muss. Und wer uns alle Techniker kennt, und das ist halt diese ultimative Erfindung, die ich halt finde, ist, wir wissen, Punkt 1, ja, wir beschriften unsere Boxen. Ja, aber wir sortieren sie immer irgendwo ein. Wir sind voll, wir gehen hin, ja, da unten sind meine Akkubaumaschinen, da ist das und da ist das, da ist das drinnen. Ja? Und dann komme ich zum Kunden hin und dann komme ich drauf, oh, Kacke, ich brauche jetzt aus der letzten Box was. Und ich baue alles ab. Und das fällt mir hier jetzt einfach komplett weg. Oh, da. Schaut mal, was die machen da. Und warum ich noch so geil hier bin, weil die richten einfach was für mich her.
Da kommt einfach so ein Vollidiot wie ich mit der Kamera, ja, und die richten alles her. Ja? Also, mega. Also, da seht ihr schon mal einen richtigen guten, sag ich mal, Punkt von diesem Packout-System. Und ein Rucksack, selbst am Rucksack, selbst der Rucksack passt da drauf. Ja, ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen. So, jetzt fand ich es auch nochmal. Ja, wir können auch da bleiben. Das, genau. Wenn wir euch da nicht stören. Alter, Leute, ist das nicht einfach? Kann ich mal hier? Ist das nicht einfach mega? Leute, ich bin nur vorsichtig. Ich bin nur nicht. Nee, Leute, ist das nicht einfach? Ihr vergesst irgendwas in der letzten Kiste unten. Ist irgendetwas drin, was ihr braucht? Ihr räumt den gesamten Wagen aus, macht alle Boxen raus, damit ihr zur letzten Kiste. Und hier habt ihr. Nee, ist egal, klappe ich einfach um. Easy going. Und? Die haben an mich gedacht. Die haben hier definitiv an mich gedacht. Alter, Wahnsinn! Die denken sogar an Leute wie mich, die sich permanent verletzen und natürlich auch diejenige, die hinter der Kamera steht, ja, die sich permanent verletzt. Ja. Alter. Ist das nicht einfach? Das ist einfach mega. Das ist einfach. Was ist das eigentlich für ein cooles Teil? Alter. Leute. Einfach einschalten? Ja. Mir geht ein Licht auf. Extra für Influencer wie für mich, sogar mit extra vielen Kamera, mit extra vielen Scheinwerfern drauf. Nie wieder ein Video drehen zu sagen, oh, tut mir leid, das Video ist ein bisschen schlechter geworden, weil ich habe keine Belichtung. Hallo. Da ist Belichtung. Alter, das ist mega. Was ist denn das noch? Ich muss mich da selbst ein bisschen rausfinden. Ja, hier schon, ne? Ah, hier. Akku zum Tauschen. Auch hier übrigens selber Akku. Also nicht irgendwie, komm, müssen wir USB laden oder so ein Blödsinn machen. Sag ich, nee, wir haben hier gleich hier einfach nur mal einen Akku drin. Pass auf, jetzt kommt. Okay. Okay, da kommt das USB. Das heißt, ich kann das jetzt auch nochmal komplett anstecken an Strom? Ja, und Charger. Und Charger? Alter. Leute. Mega. Also ich bin ja wirklich höllisch begeistert von dem Zeug. Und vor allem, wie gesagt, die ganzen Sortimentsboxen, ihr haut hier euer Zeug raus, ihr knallt es alles hier mal drauf. Ihr könnt das sortieren, ihr könnt hier wirklich alles in einer Tour machen. Ihr könnt natürlich auch Musik hören. Ihr macht euch einen Turm, ihr habt hier, wenn wir kurz nach hinten gehen, natürlich die Möglichkeit, das Ganze einfach raus. Ja, ich rede schon, bevor die Kamera überhaupt da ist, ne? Ihr könnt es einfach rauf, habt hier den Wagen und ihr transportiert das ganze Ding auf die Baustelle und gut ist. Ihr braucht nicht 100.000, ja klar, 100.000 Kisten nehmen, die dann irgendwie mit Spanngurte zusammentun oder sonst was in der Richtung, was wir halt so gewohnt sind, damit wir diese Boxen da irgendwo hinbekommen, sondern nein, wir können sie hier einfach transportieren, weil alles hier komplett ineinander greift und zusammenhält. Sei es die Sortimentsbox, sei es hier eine längere Box, der Radio, die Ladner, noch eine Box und natürlich hier unten nochmal das Ladegerät. Wenn man natürlich viele Geräte hat, brauchen wir natürlich nochmal ein dezentes Ladegerät für Erwachsene. Ja, auch das hier rastet hier ohne Probleme ein. Also ich bin ehrlich hellauf begeistert vom Packout System und auch für die Produkte von Milwaukee. Ich finde das mega geil. Und ich werde jetzt einen Haufen bestellen und natürlich auch das noch in der Praxis draußen testen, wie es ankommt. Auf der Messe ist natürlich immer eine Sache, ist mir klar. Aber wenn man das jetzt schon, wie gesagt, hier sieht, es hält ja auch wirklich. Ja? Es ist ja nicht so, dass ich sage, das hält. Es fällt nicht, es kommt nicht. Gerade für die Leute wie für mich, die das einfach irgendwie draufknallen, dann zum Kunden fahren, fällt die Hälfte runter. Fällt weg. Komplett. Also, und ihr könnt ja alles reinpacken da.
Ja? Ihr könnt hier eure ganzen Schrauben, gerade bei uns jetzt in der Kellertechnik, die gesamten Fittings, alles, was ihr so benötigt auf dem Baustein, kriege ich hier rein, knall das drauf und fahre einmal da hoch damit. Und das war's. Mega, Leute. Mega. Also, testen wir es in der Praxis und dann sehen wir weiter.